Hallöchen, hier ist Kyoko und mein Kleinhirn ist gerade auf Hochtouren. Wir spielen Golden Sun 2, die vergessene Epoche und haben im Tempel von Kandorea eine Prüfung auf uns genommen. Aber ich muss gestehen, ich blicke noch nicht ganz so durch. Vor allen Dingen, weil man hier an vielen Stellen nicht weiterkommt und ich gerade auch gar keine Lösung dafür habe. Ich erinnere mich noch ein bisschen dunkel an einige Rätselräume, aber die Frage ist, wie kommen wir da jetzt am besten hin? Denn was bringt uns so ein Raum, wenn wir ihn nicht erreichen? Genau, nämlich gar nichts. Gehen wir den Weg hier einfach zurück. Und dann wieder zu dem Anfangsraum, wo wir waren. Vielleicht lässt sich von dort noch ein bisschen was erkundigen. So. Ach ja, und diese Gegner zu verprügeln ist immer so langwierig. Ich hoffe, es geht dann bald schneller. So. Toll, da kommen wir ja auch noch nicht runter. Da kommen wir nicht lang. Da können wir im Grunde nur hier hin. Und hier sind wir ja hergekommen. Ist hier irgendwo noch ein zweiter Eingang, beziehungsweise ein zweiter Weg, wo man hin kann? Ich glaube ja fast nicht. Viele mögen sich jetzt an den Kopf fassen und mein Mädel, du bist tausendmal an das Rätselslösung vorbeigelaufen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es gerade Martin so geht, aber es tut mir leid, ich sehe doch immer so oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, hier ist definitiv falsch. Hier geht's komplett zurück, also kann ich auch wieder dahin gehen, wo ich war. Die einzige Stelle, wo man was hätte tun können, ist die mit dem Wasser. Und da vielleicht irgendwelche Steine, die ich nochmal bewegen kann. Streng deinen Grips an, Kyoko, streng deinen Grips an. Bestimmt ziemlich einfach. Das Game hat gerade erst angefangen. Da kannst du keine hochanspruchsvollen Rätsel erwarten, auf die niemand kommen würde. Oh, lasst mich doch zufrieden. Ihr geht mir so richtig auf den Senkel. Dankeschön. Jetzt muss ich mich auch wieder heilen. So. Hier vielleicht irgendwie? Nein. Für einen kurzen Moment kam so der Hoffnungsschimmer. Kann ich vielleicht schon Enthüllung? Und irgendwas enthüllen? Nein. Nix mit Enthüllen. Der Kleine gibt mir natürlich auch keinen brauchbaren Tipp. Oh Mann. Kommt doch einfach mal die ganze Zeit zu dritt. Dann kann ich auch flüchten. Und das mit meinem Gewissen vereinbaren. Aber immerhin dauert es nicht mehr so lange, sie zu besiegen. Ja, Kisa, dein neues Level erklommen. So, den ganzen Weg nochmal. So. Wirklich klasse, Meister Poll. Du hast es hier so verworren gemacht, dass ich jetzt die ganze Zeit hier umher irre, ohne irgendeinen nennenswerten Fortschritt zu erlangen. Und da ich gerade auch noch eine Sammelaufnahme mache, also versuche möglichst viel hintereinander aufzunehmen, kann ich auch nicht einfach darum bitten, dass mir irgendjemand einen Tipp oder eine Hilfe in die Kommentare schreibt, weil ich spiele jetzt eh gleich die ganze Zeit weiter und kann da erst in späteren Parts drauf zugreifen. Und wahrscheinlich werde ich, bevor das hier dann noch die ganze Zeit ins Leere läuft, auch nochmal einen kurzen Blick in eine Lösung oder sowas werfen, um mein Gedächtnis aufzufrischen.
Aber solange das nicht sein muss, will ich das natürlich auch so gut es geht vermeiden. Und werde das auch vermeiden. Kann man denn niemanden von euch schieben? Das ist doch Bullcrap. Kann ich hier nicht einfach... Es war so piss einfach, dass es schon peinlich ist. Es fehlen mir die Worte. Ich kann das nicht anders kommentieren. Ich hätte einfach hier hochlaufen können. Ich hätte nur ein bisschen mehr gegen die Strömung anlaufen müssen. Gottverdammt, ey, bin ich bescheuert. Sorry, Leute, dass ich bei so einer einfachen Sache nicht durchgeblickt habe. Ich reiß mich jetzt echt am Riemen. Kann ja nicht angehen. So kann man doch kein Golden Sun spielen. Erst drucke ich die niedlichste Szene im ganzen Spiel weg. Es tut mir leid, Milo, und auch alle anderen, die sich so drauf gefreut haben. Weil ich einfach vergessen habe, wie toll sie ist. Und dann... fail ich hier auch vor mich hin und... Ja, das sieht doch schon ordentlich aus. Ich wollte gerade sagen, war da nicht mal irgendwie Wasser? Schieben wir mal dieses Holzblöckchen davor und gucken, was passiert. Wenn wir den davor schieben, passiert nicht sonderlich viel. Wenn wir uns da drauf stellen, kommen wir an eine Anhöhung. Das ist jetzt aber auch nicht die Welt, weil da drüben ist nichts zu holen. Und da ist eigentlich auch nichts zu holen. Aber vielleicht hilft es ja, dass sich etwas tut, wenn wir das Ding verstopfen. So. Drauf da. Jetzt ist das Ding noch höher gegangen. Schön, dann kommen wir wahrscheinlich... Ja, schauen wir einfach mal, wo wir jetzt hinkommen. Samba öffnet die Truhe. Und wir haben die Mysteria-Karte bekommen. Die sieht ja voll schick aus. Ändert die Klasse. Bringt das was? Macht einem nur zum Piero. Martin, ich glaube, das wird dann dein Part. Sage mir, was der Piero mit sich bringt, ob es sich lohnt, den zu equippen oder ob man das auch einfach sein lassen kann. Wehe, es geht gleich hoch. Puh. Schwein gehabt, Samba. So. Und mit aller Kraft drücken wir diesen Baumstamm in eine brauchbare Richtung. In einem Team können wir alles schaffen. Wir sind so stark wie 1000 Männer. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Ja! Way! Na also, Fortschritt. Oh mein Gott, Fortschritt. Ist das schön. Einmal geblickt und das Spiel läuft wieder wie geschmiert. Und wir balancieren. Eigentlich schon krass, wie gemütlich er da so rüber balanciert. Ich hätte ja einen Heidenschiss, vor allen Dingen bei dieser Tiefe, dass ich den übelsten Abgang mache. Naja, aber er hat's scheinbar drauf. Nein. Das ist eine ganz, ganz blöde Idee. Das werden wir schön bleiben lassen, da einfach so vorbeizustiefeln.
Ich glaube, erst möchte ich hier runter gucken. Was da unten so geht. Ach, schön, und ein Gegner. Die lassen sich immer so schön platt machen. Hallo? Wie sie sehen, sehen sie nicht. Weltklasse, was hier abgeht. Ich wurde einfach so gelinkt. Verarscht haben sie mich. Hier ist ja gar nichts. Ich habe wertvolle Minuten verschwendet. Gut, und jetzt zum Verschieber. Nein, nicht Rückzug. Ich möchte Verschieber einsetzen. Rückzug einzusetzen wäre jetzt recht ärgerlich. Aber man wird ja zum Glück immer vorher gefragt, ob man wirklich Rückzug einsetzen möchte. Und wieder ein Grafikfehler. Bei den ganzen Grafikfehlern bin ich ein bisschen beunruhigt, ob die ROM auch wirklich Foggy Bombo nicht abspackt. Na, aber ich vertraue einfach mal auf Martins Wort. So ein übler Glitch, Bug, wie auch immer man das in dem Zusammenhang dort nennen möchte, kann ja nicht so krass sein, dass man ihn irgendwie vergisst oder nicht bemerkt oder sonst wie. Deswegen sollte mit der ROM auch alles wunderbar sein. Ach ja, und in letzter Zeit neige ich immer wieder dazu, wunderbar zu sagen. Es tut mir leid, ich möchte dich nicht kopieren, aber es rutscht mir einfach so raus. Es kommt davon, wenn man deine Golden Sun Parts wieder gucken kann. Ah, nam, 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 nam. Ja. Ja, toll. Irgendwie sind hier alles blöde Sackgassen. Hat sich jetzt da vielleicht irgendwas getan? Nein. Natürlich nicht. Wieso auch? Toll, und wenn ich dann wieder dahin schaue, ist es zurückbewegt. Dreistigkeit! Was soll denn das? So, ich habe gerade das Gefühl, dass mein Hirn kurzzeitig mal auf offline geschaltet hat und ich gerade einen Teil gar nicht wirklich bewusst gespielt habe. Es muss doch hier irgendwie weitergehen. Es kann doch jetzt nicht irgendwie alles gewesen sein. Hä, aber... Warum? So, ich habe gerade keinen Bock auf euch. Nein, ich habe keine Lust auf euch. Lasst mich doch zufrieden. Hä, aber warum sind denn hier jetzt schon wieder Steine? Ach je, dann gehe ich eben oben lang. Hopsa und hopsa und hopsa. Ah! Und dann komme ich hier auch runter. Gut, man sollte auch davon abraten, dass man sein Hirn beim Spielen ausschaltet. Ich glaube, es ist doch einfach zu früh am Morgen. Hallo du! Ich glaube, wir haben jetzt das Gröbste geschafft. Ja, wir haben das Gröbste geschafft und das Wichtigste. Jetzt wird es auch gleich ans Eingemachte gehen. Und dafür möchte ich mich gleich natürlich seelisch vorbereiten. Und ihr wisst, was das heißt. Ja, genau. Ich werde einen Cut machen. Mich ein bisschen ausruhen. Gucken, ob meine Aufnahmen einigermaßen was geworden sind. Einen Schluck trinken. Und
dann mich auf das vorbereiten, was uns gleich erwarten wird. Ich mag nichts vorwegnehmen, aber es ist ein bisschen nasty. Deswegen ich auch der Meinung bin, dass dieser Poi seine Kiddies irgendwie ziemlich ins Verderben schickt. Echt nicht schön. Ich würde das als Mutter ja nicht gutheißen. Überhaupt nicht. Würde ich mir sagen, zum Teufel mit diesem Meditationskram. Ich möchte nicht, dass mein Kind in irgendwelchen Höhlen irgendwelche Prüfungen bestreitet, bei denen zweifelhaft ist, ob es da heil wieder rauskommt. Okay, aber genug blödes Zeug gelabert. Ich mache dann an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, dass ich jetzt die letzten Minuten irgendwie durch den Wind war. Ich weiß nicht, kann man beim Zocken mit offenen Augen einschlafen und trotzdem weiter zocken und weiterreden? Ich hoffe doch nicht. Ich werde den Part nochmal sehen, wenn ich ihn jetzt gleich ansehe, was ich eigentlich von mir gegeben habe und ob das so hochzuladen ist, aber ach, ich werde es wahrscheinlich trotzdem machen, weil ich eh keine Lust habe, das nochmal aufzunehmen. Okay, genug erzählt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.